Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Spiel mit mir Kinderspielzeug. Ich habe euch letztens dieses Experimentierset vorgestellt, Green Science Eco Toys, und ich hatte auch schon versucht, so einen kleinen Roboter herzustellen. Das hat nicht ganz so gut funktioniert. Deswegen möchte ich heute nochmal einen anderen Versuch aus dem Set machen. Und ich habe schon mal hier das Heftchen und habe hier einen tollen Versuch entdeckt, das CD-Fahrzeug. Dafür brauche ich einen Ballon, ein CD-Verbindungsstück, ein Mundstück und ein doppelseitiges Klebeband. Das ist alles im Set enthalten. Und von daheim eine alte CD. Und die habe ich hier rein zufällig auch schon. Ich habe jetzt hier den Ballon. Das hier ist das Mundstück. Das ist das CD-Verbindungsstück, doppelseitiges Klebeband und die CD. Und als erstes wird dieses Verbindungsstück auf die CD geklebt. Hier passt die genau drauf. Ich zeige euch das mal vom Nahen. Da ist so eine kleine Vertiefung oder ja, so steht so ein bisschen hoch und das passt genau hier in die Vertiefung von der CD. Also hier kann man es direkt so einsetzen. Und damit das gut hält, wird dann einfach ein bisschen doppelseitiges Klebeband hier auf den Rand gemacht. So. Ich glaube, das hält. Jetzt als nächstes soll man den Luftballon hier auf das Mundstück stülpen. Und dann hier drüber ziehen. Vorsichtig. Jetzt den Ballon aufpusten. Wenn der Luftballon gut gefüllt ist, drehe ich das Ganze, damit dann die Luft nicht mehr ausweichen kann. Und verbinde das hier mit dem CD-Stück. Jetzt kann man den Luftballon loslassen. Das ist ja witzig. Ihr habt gesehen, die CD ist jetzt über den Tisch gegleitet und hier in dem Beiheft steht natürlich auch eine Erklärung. Wenn du der CD einen kleinen Schubs gibst, während der Ballon Luft verliert, gleitet sie nur einen kurzen Weg über den Boden. Die Kraft, die die CD zum Stehen bringt, ist die Reibung zwischen der CD und dem Untergrund. Da unser Tisch hier sehr glatt ist, war da gar nicht so viel Reibung. Eine dünne Schicht Luft nimmt diese Reibung weg und lässt die CD gleiten. Interessante Fakten. Das CD-Fahrzeug funktioniert wie ein Luftkissenboot. Ah, okay. Und das Luftkissen oder ein Luftkissenboot hat ein riesiges Gebläse, das die Luft in ein Luftkissen bläst. Und dadurch kann das dann auch über Luft und über Land, über Wasser und über Land mit der Luft gleiten. Das war auf jeden Fall ein super Versuch, hat sehr gut funktioniert und es hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich das jetzt einfach nochmal aufpuste. Das Stück muss übrigens hier so rum rein, mit diesem Loch nach unten. Der Luftballon ist wieder voll und los geht's! Echt ein super Versuch. Von mir gibt es auf jeden Fall einen Daumen nach oben dafür. Gefällt mir richtig gut und hat viel besser funktioniert als beim letzten Mal der Versuch. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie euch der Versuch gefallen hat, ob ihr sowas vielleicht schon mal gesehen habt, so ein Luftkissenboot oder so einen Versuch. Alles einfach unten in die Kommentare schreiben. Und sonst freue ich mich natürlich wie immer über einen Daumen nach oben, über eure lieben Kommentare, wenn ihr irgendwas zu sagen habt. Schaut auch unsere anderen Videos, abonniert unseren Kanal und bis zum nächsten Mal. Tschüss!